da schon lange alle da. Ja, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Subsistence hier in unserer Viererrunde, wenn ich denn richtig mitgerechnet habe, dem vierten Tag. Und wir wollen zu viert wieder weiter loskämpfen. Und wir haben uns vielleicht, noch nicht für heute, aber für die nächsten Tage vorgenommen, mal so ein bisschen auf Wanderschaft zu gehen und nicht immer nur zu Hause und im Bütchen rumzubauen. Da sehe ich schon einen Wolf anlaufen, und zwar zu der Hütte von der Andrina. Hallo, Andrina. Hallo, Julia. Hallo, Susi. Hi. Und wer schießt da? Ist das die Caro? Ich schieße nicht, aber hallo. Das ist ja Verteidigung, Selbstverteidigung. Und dann ist wieder unsere Doppelrunde, so genau wie das auf meinem Kanal zu sehen ist, natürlich auch bei Andrina. Und die Links gegenseitig stehen jeweils unter den Videos, dass man dieses Video mit dem gleichen Ton, aber aus zwei Perspektiven gucken kann. Dann lass uns mal loslegen. Ich muss dich leider nochmal verbessern. Wir sind nicht am vierten Tag. Oh ja. 22. Tag. Genau. Habe ich vierten gesagt? Ja. Okay, wir sind mit 22 Leuten am vierten Tag. Nein, du hast am vierten Tag mit vier Leuten. Okay. Da waren zu viele Vieren. Ja. Und zu wenig wie auf 22. Meinem, ja, ist wie auf meinem Zeugnis, da waren auch immer zu viele Vieren. Aber irgendwie seid ihr heute... Ich muss das Spiel ja leiser machen, glaube ich. Ja, das ist man manchmal. Ja, es ist aber merkwürdig. Eigentlich habe ich das schon runtergestellt. So. Vor allen Dingen, wenn man so viele Spiele macht, da muss man mal gucken, wo ist der Stand eigentlich hier? Also, ich habe hier in der Mitte noch nichts. Ich habe aber schon so eine Stromerzeugungsmaschine. Ich habe auch die Speicher da stehen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen wollte. Müsste ich jetzt am liebsten jetzt die Zuschauer fragen, was wollte ich eigentlich machen? Könnt ihr mir das sagen? Ich weiß das nicht mehr. Ne? Aber die Antwort kriegst du erst in 7 Wochen. Ja, ungefähr. Ja, 7 Wochen nicht, aber 2 Wochen kann es dauern. Das ist das Problem. Ja, ist eine neue Session, ne? Kann man nochmal sagen. Ist natürlich ein bisschen übel. Ich muss mir auch um meine Themen. Wo sind meine Kisten? Wo ist meine Kochrinse? Ja. Hier ist ja noch ein Loch im Dach. Ja. Also. Ich habe noch gar kein Dach. Dann gucken wir mal, was haben wir denn hier? Da haben wir ein bisschen. Stimmt, ich wollte mir Pfeile machen, Mensch. Ich habe nämlich keine mehr. Normalerweise gucke ich vor einer neuen Session immer die letzte Folge, aber das habe ich diesmal nicht gemacht, weil es ja doch ein bisschen spontan entschieden wurde. Aber das kriegen wir schon hin. Nach der letzten Folge weiß ich, dass... Das ist so laut, ey. Nach der letzten Folge war, habe ich noch die Caro geärgert mit der Tür. Ja, das weiß ich auch noch. Wieso geht denn hier die Tür immer von alleine zu? Ja. Oh, da habe ich so gelacht. Ich weiß, die Caro fand es nicht lustig. Aber... Doch, also nein, danach dann schon. Aber im Moment war ich sehr erstaunt. Ich habe mich versteckt, habe Caro die Tür vor der Nase zugemacht. Aber man hat das gehört, dass sie mit den Zähnen geknirscht hat, ne? Ja. So ein bisschen. Oh, ich habe gar keine Beine mehr. Was ist denn los? Ich vermisse meinen zweiten Kühlschrank. Ich habe einen Verfolger. Ich wollte Holz klöpfeln, da kommt einer knurrt und kommt auf mich zu. Ich wollte gerade nämlich ein Hähnchen schießen und hatte gar keine Pfeile. Was ist los? Oh. Also, die ersten beiden Folgen, so wie Julia schon gesagt hat, die sind echt dafür da, dass wir uns wieder neu orientieren können. Ja, zwei Folgen. Bär. Die Susi ist ja zwischenzeitlich auch wieder mal auf Abwägen gewesen beim Heiko und hat sich da jede Menge Zeug reingetan. Ich also gerne. Input sozusagen. Ach ja. Cool. Neue Ideen. Immer gut. Und die haben wir dann natürlich auf unserem privaten Spielstand auch ausprobiert. Zwischenzeitlich war ja auch mal ein Stream auf unserem privaten Spielstand. Den haben wir aber nur gemacht aus Jux und Dallerei und weil wir halt Lust drauf hatten. Jetzt ist sich hier schon wieder mit Pfeil und Bogen. Lass ich rechts einfach los, oder?
Ich hab's auf jeden Fall getroffen, das Huhn. Kann das sein, dass hier in diesem Spielstand oben ist noch? Ach, guck mal, das ist noch ein freilaufendes Karo. Kann ja eigentlich schießen, oder? Ja, kannst du. Wo ist jetzt das Huhn? Ach, hier. braucht ihr ein lebendes Huhn? Habt ihr hier schon Hühner? Nein. Ja, zeigt ihr. Entschuldigung, ich wusste es wirklich nicht. Das war jetzt gemein. Nein. Wie viel Ställe habt ihr? Ich hab Hunger. Ich wollte am Kühlschrank gehen. Habt ihr etwa noch keinen Kühlschrank? Weiter. Ich möchte über mein Elend nicht reden. Ja. Sollte man vielleicht mal die Zuschauer so ein bisschen aufklären. Also neben dieser Aufnahmesession hier, also zwischen den Aufnahmesessionen überhaupt, spielen die beiden wie die Geisteskranken in einem anderen Spiel und haben inzwischen schon eine Taj Mahal gebaut. 12 Kühlschränke und leben im totalen Überfluss und kommen hier wieder rein und denken, oh Gott, Slums, Elend, Armut. Caro wollte gerade fragen, warum wir denn nicht auf unserem Spielstand weiter spielen. Wieso weißt du, was ich fragen will? Ja, ich bin ja nicht von ganz hintergestern. Okay. Wollte ich fragen. Da kann ich dir sagen, dann ist es so, dass die Julia total das Hintertreffen hat. Ach so. Und wir da wirklich schon im Überfluss spielen, quasi. Ich meine, mir wäre das egal. Könnten wir machen, aber ich finde das blöd, wenn wir jetzt irgendwie in eine andere Geschichte wechseln würden. Lass uns das mal durchziehen hier. Wer weiß, wo uns das noch hinführt. Und wie oft in den Tod und so. Ich habe dir einen Huhn geschossen, wenn du Hunger hast. Ja, ich habe auch einen Hasen bei. Aber der ist noch roh. Und einen rohen Hasen darf man nicht essen. Ach nee, ein rohes Huhn darf man nicht essen, denn... Salmonellen, ne? Den hast du dann... Treffe ich den noch nicht mal. Jetzt drücke ich ständig eh. Und nix geht in die Tasche. So gemein. Ich habe kein Lockpick mehr. Oh. Mach halt rasch ein. Und was denn? Hast du schon mal einer nackten Frau in der Tasche gefasst? Klar. Wenn sie umhängen hat, warum nicht? Ja, manche haben immer was umhängen. Das sind dann solche Fettfaltentaschen oder so. Da bin kann man die auch Einzige, ein bisschen münzen. Nö, aber es ist ja zum Glück kein Livestream. Wie bist du rot geworden? Weil ich sprach tatsächlich von einer anderen Tasche, aber ist egal, mach nicht. Ja. Von dieser Tasche haben wir aber nicht gesprochen. Du hast von der nackten Frau. Und einer Tasche, genau. Ja. Das geht schon wieder los. Ich glaube, uns zusammen, ehrlich, kannst du vergessen. Wie heißt das so schön? Boah, was seid ihr versaut? Hier bleibe ich. Ja, genau. Ich sag ja, ich bin die Einzige aber gewesen, die gerade rot angelaufen ist. Träum weiter. Ich bin die Keusche hier, also erzählt nicht. Was? Jetzt kann das los. Die erste Großmutter, die Jungfrau geblieben ist. Ich stolpert nicht mal über den Satz, wenn sie es ausspricht. Das ist so krass. Wieso? Ich bin 21, entschuldigt mal. Nur weil ich bin... 21 Jahre im Geschäft, ja. Ja, sie ist 21 und das schon seit 40 Jahren. Oh, das ja, ich bin 21 und habe 35 Jahre Lebenserfahrung. Oh, ich liebe den Kuckuck. Ach Gott, ich hab den angelassen, aber ja gut. Der muss ja auch mal was sagen. Ja, er sagt ja immer das Gleiche. Ja, aber er kommt sonst bei dir nicht zu Wort. Also. Oh, Baumwollsamen gefunden. Oh, herrlich. Ach, ich hab gar noch gar nicht nach meine Beete geguckt. Letztes Jahr, ich hab nichts gegossen und nicht. Och, ey. Okay. Nicht gießen jetzt, ich bin gerade nicht zu Hause, ich will jetzt keinen Regen. Halt ja die Kamera drauf, ich will das sehen, dass du auch hier einen Baumwollsamen gefunden hast. Ja. Das ließ sich kaum verstecken. Das ist scheiße, da muss man echt aufpassen. Wenn man hier irgendeinen Scheiß erzählt, das fällt irgendwann auf, ne? Ja, das ist nicht, du. Da vorne sind zwei Zebras und eine Giraffe, aber ansonsten sehe ich hier keine... Ich warte immer noch auf den T-Rex, den Susi mitgebracht hat. Ja. Hab ich ja nicht gesagt.
daher muss ich noch. Nein, das war ja anders. Sie ist ja nach Hause gekommen, hatte wieder Blut an ihren Armen und an den Händen. Und dann hat sie erzählt, das wären Kaninchen gewesen. Das haben wir aber nicht geglaubt. Und dann haben wir das Blut von ihr von den Fingern getupft und haben dann eine DNA-Probe gemacht. Und da kam raus T-Rex-Blut. Ah. Oh, schön. Bei uns ist ein Flapp in die Tasche gespawnt. Pip. Gespawnt. Okay, da war ein freilaufendes irgendwas. Keine Ahnung. Zwei Taschen. Ui, was ist denn hier los? Kommen jetzt die ersehnten Nägel. Das wäre toll. Jetzt habe ich mich gerade selber von hinten gesehen. Ich dachte, ich bin jetzt plötzlich ad hoc und spontan gestorben. Dabei habe ich nur falsche Taste gedrückt. Ich habe mich gerade von hinten gesehen. Ja, ja. Das finde ich unheimlich. Das ist auch unheimlich. Ich habe mich voll erschrocken. Passt. Na, was meinst du, wie ich mich erstmal erschrecke, wenn ich mich von vorne sehe? Du machst dir ja gar keinen Begriff. Das hast du gesagt. Ja, ja? Ich hab einen Baumwollsamen im Inventar. Wieso das? Das ist doch wohl nicht meiner. Sowas? Das ist doch wohl nicht meiner. Ach komm, Hühnchen, lass dich essen. Also das mit dem Wasser muss ich noch machen hier. Alle hochkonzentriert. Oh, herrlich. Ich habe noch kein Dach über den Kopf. Das ist schrecklich. Hast du noch Wasser? Nein. Die beide Bogen. Ich hab Pfeile. Ich muss hier fragen. Ich hab Pfeile Bogen. Scheiße. Das sagst du. Da sagst du Wahres. Haben wir die Kiste wenigstens schon? Oh, die haben wir schon. Ah, wenigstens die haben wir. Hier ist eine Waffe, aber das ist die, das ist der Revolver. Geh mal an die Einlagerkiste. Ja, bitte. Ich räume die leer. Ding. Tja. Was ist das für eine Knarre, die da in eine Kiste liegt, Susi? Jetzt hier, wo ich jetzt dran bin? Ja. Wo du jetzt dran bist? Nee, wo du dran warst. Da, die. Das ist die 9mm. Die hier drinne war die 9mm. Und ist ich habe jetzt. Die Magnum. Die Magnum, okay. Oh, schön, danke schön. Bitte schön. Oh, ich liebe dir. Ja, ich dir auch. Ah, oh, in dem Moment den Kopf weggezogen, sah so aus, jetzt rennt sie zum Bär. Ja, sicher. Aber sie ist noch nicht aufgewertet, ne? Nee, alles gut, alles gut. Nee, wir haben zu wenig Kisten. Wir haben zu wenig Kisten, Susi. Du brauchst einen Lockpick, hast du gesagt, ne? Ja. Ja. Mäuselkind, dann müssen wir mal dazu sehen, dass du einen Lockpick kriegst. Ne? Dauert noch ein bisschen. Warte mal, haben wir einen Motor? Wir haben auch einen Motor. Soll ich den mal anmachen? Und was passiert dann? Dann haben wir mehr Strom. Okay. Und dann hast du auch bald einen Lockpick. Ich könnte ja, weil ich ja eh bei euch auch ran muss, ich habe zwar nur Biokraftstoff, aber ich könnte den ja auch bei euch reinschmeißen. Für dich jetzt. Ja, ich nutze ja euer BKE-System. Bleib doch mal drücken. Weg, du Bär. Hier, ja, das genau. Ist doch hier. Ja, das ist ja, hier. Ja, ja, ja. Weil ich da nichts bekomme. Nee, der macht alles leer. Ach, der zeigt jetzt eures an. Ja, ja, der zeigt so. Puh. Wenn du was brauchst, musst, da habe ich doch letztes Mal gesagt, musst du das... Ja, muss ich das sagen, ich weiß. Genau. Ich ziehe den jetzt aber mal ein bisschen höher. Ist ja nur, dann kann ich doch auch mein Öl da reinschmeißen, oder? Oh, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ich sammle es einfach in die Kiste, da könnt ihr genau. Ja eh ran. Genau. So. Julia, welche hier. Waffe hast du? Ich habe die Pistole, ich habe das Schrotgewehr und ich habe das Jagdgewehr. Also hast du alle? Bis auf die Magnum, ja. Und die Doppelläufige natürlich auch nicht, aber die mache ich ja auch wahrscheinlich gar nicht. Weil die Munition da so teuer ist. Ach so. Was brauche ich denn für einen Lock? Warte mal.
18 Eisensplitter, 2 mal Bretter und 4 mal Schrott oder andersrum. 1, 2, 3, 4. Ich hätte eine Frage. Ja? Ich habe Dünger drin gehabt, noch 37% und da wird das Wasser auf 100% aufgefüllt und da ist mit der Dünger einfach runter auf 31%, konnte ich gerade zugucken. Ja, das passiert öfter. Sollte man da ungefähr gleich viel da immer drin haben? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, was Heiko geschrieben hat, Wasser ist wichtig, Dünger ist nicht ganz so wichtig. Ja, okay. Ja, ja, ja. Aber Dünger, für mein Seelenheil muss das immer voll sein. Ja, okay. Dünger beschleunigt das Ganze. Und Wasser brauchst du, damit das überhaupt wächst. Ohne Wasser wächst nichts. Das heißt, ja, wenn du nur Wasser reinmachst, wächst du trotzdem, wenn auch nicht ganz so schnell. Ja. Ne, der Dünger sorgt dafür, dass das Ganze flotter geht. Also so habe ich das festgestellt. Ist okay. So meine Beobachtung. Ja, wächst hast du, Susi. Mit wem? Mit der Nachbarin. Das wüsste ich, ey. Das würde ich doch merken. Hallo, hallo, Frau Caro. Du bist nicht die einzige Nachbarin hier, ja? Nicht, Julia? Aha. Ist ja ein bisschen weiter weg. Aber Nachbarschaft ist Nachbarschaft. Da kommst du nicht umhin, du. Ja. Gott, hoffentlich nicht so Pflichtprogramm. Hallo. Hi. Oh. Beide eine Axt in der Hand, du. Ja, bei dir muss ich aber vorsichtig sein, ne? Was? Bei mir? Ich bei dir, oder? Ja, ich muss bei dir. Also. Ja, alles klar. Nein, ich vertrockne gerade und verhungere und ich alles. Vertrockne gerade. Ich hab kein Wasser. Da im Ofen hat's Wasser. Ich hab wirklich null. Ich habe Videobeweis. Ich bin absolut vertrocknet. Ja. Ich bin eine trockene Flunder. Das gibt's doch gar nicht. Das ist wie heute Nachmittag. Ich koche die ganze Zeit. Ich stehe am Herd, ich stehe am Ofen, ich stehe am Herd. Und wer verhungert? Ich. Na, wer hat dann gerade Wasser eingefüllt? Ich habe gerade gegossen. Glaub ich ja nicht. Da höre ich Schritte draußen. Das hört sich nach Elch an. Ein Elch direkt vor meiner Tür. Na, dann schieß ihn. Oh, ich. Das hört man bis hier, hey. Oh. Nein, zweiten nicht getroffen. Ah, ja. Nicht erschrecken! Zack! Das ist natürlich gefährlich. Meine Waffe ist ja nicht aufgewertet. Hier, Weib. Ja, hier ist er. Lockpick ist fertig. Verband anlegen. Du bist ein Schatz, Binde, renne. Sehr gerne. So, was haben wir denn hier? Drei Sehnen. Würde ich Hähnchenfleisch zum Garen legen? Zum Garen? So lange. Ja. Aufpassen. Ich würde ja jetzt vorbeikommen und fragen, ob ich ein bisschen was in euren Kühlschrank legen darf. Aber ihr habt ja noch gar keinen, ne? Was? Natürlich haben wir einen Kühlschrank. Ja, entschuldige, was? Doch. Natürlich haben wir einen Kühlschrank. Ja, na klar haben wir einen Kühlschrank. Weil ich Entschuldigung doof gefragt habe. Du kannst gerne unseren Kühlschrank benutzen. Ja, das könnte sein. Darf ich da einen Hirschrücken hinterlegen? Ja. Versteckt mal den Herd. Die Nachbarin kommt. Ich muss aber erstmal hier noch was aufräumen, dann komme ich. Aber dann müssen wir unseren Hirschrücken, dann tun wir uns das nach oben. Im Kühlschrank. Ja. Na, wir haben zwei, ne? Wovon träumst du denn? Haben wir nur einen Hirschrücken? Nein, ach so, Hirschrücken. Sie meinte Kühlschränke. Also ich bin zwar gut, aber nicht so gut. So, wie sieht's denn aus? Munitionsmäßig nicht mehr so toll. Ja. Ja, ich komme jetzt mal eben vorbeigesaust. Wenn mich die Tierwelt auch lässt.
glaube, ich muss noch mal ein bisschen jagen gehen, ne? Nein, ich komme da jetzt angelaufen. Ja, die Tür ist offen. Okay, ich meine, jagen kannst du, aber komm nicht auf die Idee, jetzt Holz zu hacken oder so. Warum? Ich weiß nicht, da fühle ich mich irgendwie unsicher. Oh, ich bin unschuldig. Das wird jetzt für immer an dir kleben bleiben, wie so ein Kaugummi unter der Schuhsohle. Das Blut der Karo lässt mich nicht los. Mach es so. Extra, ja? Ja, klar. Ganz unten links in die Ecke lege ich mein Hirschding rein. Danke. Ja. Sehr gerne. Ach ja. Hattest du mir das gesagt mit der Lagergebühr? Nein. Ich komme dann nochmal zurück. Hörst du? Das war die Lagergebühr. Was hast du bei uns gelagert, hä? Wie gelagert? Das können wir hier wiedergeben. Du lässt uns pro Minute so ungefähr 10 Nägel. Ach ja, wir haben nur 19 Federn. Oh je. Und unser Tanzsaal ist noch nicht fertig. Ja, nee, ist klar. Natürlich haben wir einen Kühltrank. Oh, ich habe ein Hühnchen gesehen. Warte mal. Oh, ich glaube, die Knarre, die Decke lassen wir mal. Wir nehmen das. Wir nehmen Pfeil und Bogen, ne? Hühnchen. Wo ist das Hühnchen hin? Oh, es hat mich gehört, wa? Super. Ich hab mal drei Dinge gebaut. Du wirst angegriffen von hinten. Von was? Von Wölfli, komm rein. Was ist denn hier passiert? Was ist denn das für ein Arschloch? Nee, Wolf. Ich hab's vor gerade noch durch ein Fenster gesehen. Das wäre der erste Wolf, der dafür nicht sterben würde. Du Mistvieh. Du hast nur noch 34 Leben. Das macht nichts. Das macht nichts. Knallhart, die Frau. Aber wir haben zwei Leber. Wie heißt die eigentlich? Susie Stallone? Nein. Der war gut. Heute Nachmittag auch. Die schießt auf den Wolf, ich stehe mit dem Revolver daneben und guck zu, wie der Wolf sie trifft. Dann war sie angeschlagen. Oh, jetzt bist du nicht tot. Ja, jetzt bist du tot. Du hast ja nur noch 30 Leben gehabt. Wieso gehst du denn dann hin und schießt nochmal auf den Wolf? Weil ich das vergessen habe. Nein. Könnt ihr mal Andrina, loote mich bitte. Das kann ich machen, aber da ist noch ein Bewacher daneben mit Level 2 inzwischen. Schon. Der ist Level 2? Ja, sicher. Okay. Was machst du? Ich habe nur gewartet, bis er richtig ist. Ich habe mich da zwar. Oh, das ist mein letzter Verband. Ne, mich einmal kratzen lassen, damit ich da nicht vorbeiballer. Deswegen habe ich absichtlich gewartet. Also ganz ehrlich, die Susi, ne? Wenn die nicht vom Wolf gestorben wäre, würde sie jetzt ersaufen da unter Wasser. Soll ich dich wirklich looten? Ja. Okay, habe ich. Wo bist du denn jetzt? Schön weit weg, ne? Bestimmt. Warte mal. Auf das Signal. Mopsi, ich geb dir mal was. Kannst du ins Kühlschrank tun? Ins Kühlschrank? Ja, ja. Was ist denn das? Das ist nur ein Stick. Willst du das nicht? Zweimal Leber. Nee, ich kann das jetzt nicht alles essen. Okay. Ach ja. Ich bin wieder satt. Siehst du, ich hab so gehungert. Und eine neue Flasche. Und eine neue Flasche. Ach, da kann man das Weib nicht einmal außer Acht lassen. Ja, den Tod von ihr kann man aber auch im Video sehen bei mir. Ich hab aus dem Fenster geguckt, schön mit der Ellbogen aufgestützt, Kaffee und eine Stulle dabei. Hab mir das angeguckt. Kissen extra aufs Fensterbrett gelegt. Ja, genau, genau. Und bei uns hinten. Sag doch nicht sowas, Caro! Was das denn? Dass da ein Elch ist. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Wiederholen, dass das noch laut, oder? Sag mal, halt ihn fest! Halt ihn fest! Ja, er ist gerade weggesprungen, da ist auch noch ein Wolf. Du kannst einfach am Strand entlang gehen, du müsstest ihn sehen. Kurz vor der Plattform. Ich seh ihn. Oh, hört auf jetzt damit, ey. Aber nicht auf mich schießen. Und da ist noch ein Wolf. Ich habe nichts bei. Ja, was willst du ihn einfach angucken?
Sie macht mit bloßen Händen, du. Ich krieg's, du. Stallone mit bloßen Händen. Ja, ja. Das ist ein Show. Wir brauchen doch die Sehnen. Mann. Das tut dir jetzt richtig weh, ne? Dass du den Elch jetzt nicht schießen kannst, ne? Ja. Ja, 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 ja. Susi Stallone. Oh. Hätte ich eine Handgranate bei mir, das Ding jetzt die Handgranate. Ja. Ja, ich dachte, die geht jetzt mit den bloßen Händen hin und Harakiri, du. Mit dem, na, das macht man ja mit sich selber, ne? Harakiri, kannst du mal bitte hierher kommen und mir schon mal meine Waffen geben, wenn der kommt, der, sonst ist der nicht weg. Ich hab gerade gepackt. Da hab ich gerade deine Einlagekiste gepackt. Achso, dann komm bitte, ich bin ja schon da. Warte. Ja, 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 ja. Ach, nee. Achso, ich werde mal die Flasche voll machen. Wir haben eine neue Flasche bekommen. Ja, ich renne. Oh mein, ich stehe immer noch von dir immer aus gesehen. Hinter ihm soll ich da bleiben. Dann rennt er aber gleich wieder zurück. Jetzt habe ich die Kiste doch gerade ausgeräumt. Ist ja geil. Ich beeile mich. Da wollte ich hin. So. So, du dahin. Du kommst 1, 2, 3, 4, 5. Wo ist meine 4? Jetzt steht er ziemlich nah beim 3. Ich hole meine Waffe raus. Der Wolf ist weg. Das gibt's doch nicht. Oh, ich möchte jetzt keine Plitschgeräusche hören, weil dann mache ich mir wieder meine Angelleine kaputt. Aber ich darf jetzt schon meine Blumenpötte gießen, oder? Nein, dann gibt's Regen. Bin auf dem Weg. Wer immer was, wo immer wer er was ist. Er ist eher nach oben gegangen. Gerade habe ich ihn noch gesehen. Du, Susi. Ah ja, da ist er. Wo bist du? Er ist ein bisschen nach oben gegangen, hinter dem großen Feld steht aber ein... Oh, der kommt auf mich zu. Steht aber auch noch ein Wolf. Das macht nichts. Okay. Jetzt ist er beim großen Fels vorne. Ja, welcher? Hier stehen drei Felsen. Ja, der erste würde ich sagen. Na, du bist zu weit, ich sehe dich, du bist viel zu weit. Du bist zu weit, du musst wieder zurück. Noch ein Wolf, das sind zwei Wölfe. Okay. Da vorne, ja. Ah, die Andrina steht auch da. Hä? Aus dem Elch wurde Andrina. Was? Oh, aus dem Elch. Nicht schon wieder, der hat den Wolf gefunden. Weiß nicht. Was hat sie geschossen? Den Wolf? Wolf hat sie geschossen. Aber ich blute. Ich habe einen Verband dabei. Ich habe auch einen dabei. Okay. Wo ist jetzt der Elchchen? Der war da. Oh. Da unter dem Felsen, wo ich. Da, gibst wo du. Mir, gibst du mir das den Verband, sonst bin ich gleich tot. Dann haben wir noch eine zweite. Dankeschön. Guck mal, wo der hin ist. Der ist gespawnt. Ich hab gerade gegossen, ne? So ist das. Schon den ganzen Tag, aber es regnet nicht. Das ist voll toll. So, wo ist jetzt der doofe? Der war hier. Jetzt ist er weg. Da ist er wieder despawned. Ey, das kotzt mich so an. Oder ist Julia, er den, zurück? Rück den Elch raus. Was? Wie? Wo? Du sollst den Elch rausrücken. Ja, okay. Der zappelt sowieso so Ding, blöd. Gell? Das kitzelt so in der Hosentasche. Da ist noch mal ein Wolf. Andrina, aufpassen. Ja, ich hab die Waffe in der Hand. Ah, gut. Das und lauf hinter Susi. Das ist eine gute Idee. Ja, jetzt regnet. Was ist das da Bär. Vorne? Das ist der Bär. Bäh. Ja, ich geh voll auf. Wie Bär. Okay, das lohnt sich jetzt nicht, weil es regnet. Das ist Blödsinn, wir sehen nichts. Ja. Es ist ja auch tatsächlich schon jetzt Abend. Jawohl. Wie schnell der Tag rum ist. Ja, unfassbar, ne? Das ist wirklich unfassbar. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir schlafen. Genau. Was soll man noch machen bei so einem Scheißwetter? Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht.
wir gehen dann jetzt mal uns so ein bisschen in die Hütte zurückziehen und wir sehen uns dann wieder beim 23. Tag. Genau. Nicht beim 5. Tag mit 23 Leuten. Genau. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen hoch. Genau. In diesem Sinne. Ciao. Tschüss.